Don't tell your mama. So ungefähr in der Richtung, ne? Mama. Und das fand ich auch sehr O-lastig. Es ist halt nicht Don't tell your mama. Don't tell your mama. Und da hat er so ein bisschen mehr Power und Grip gehabt aus dem Mama. It's such a funny thing. Ja, das war auch sehr leicht, ne? It's such a funny thing. Also ihr seht da, wie er da so ein bisschen auch mit dem Kehlkopf arbeitet, ne? Weiß eigentlich jemand noch den Song aus dem letzten Jahr, oder? Also... Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ja, für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Tanja Levy. Ich bin ausgebildete, zertifizierte Gesangslehrerin. Ich lebe und arbeite mit meinem Gesangsstudio hier in Singapur. Bin aus Hamburg ausgewandert, bin gebürtige Hamburgerin. Und hier in dieser Rubrik Gesangsanalyse geht es darum, dass wir hier verschiedene Künstler mal analysieren und schauen, wie dort technisch gearbeitet wird, was wird dort technisch benutzt und wie kannst du das nachvollziehen und wie kannst du das sogar zu Hause nachmachen. Wichtig ist auch, dass es hier ein wertfreier Raum ist, wo viele Leute sich ausprobieren können, Informationen sammeln können und dort wird auch nicht verurteilt und nicht beurteilt, sondern hier wird nur alleine fachlich gesprochen. Das ist mir sehr, sehr wichtig und deswegen seid auch nett zueinander, gerade bei dem ESC, ne? Wisst ihr, wie die Kommentare sein können. Die haben es in sich. Seid nett. I can't deny. Give me soft the big brown eye. Ja. Mal ganz kurz bis hier stopp. Stopp natürlich auch wegen Copyright, weil ich auch keinen Strike bekommen möchte. Natürlich möchte ich euch erklären, was da passiert. Also erstmal haben wir hier so ein bisschen, also ist sehr sanft gesungen, sehr viel gehaucht, sehr viel Luft dazwischen, ja. Ganz wenig Compression, das heißt, da ist nicht so viel Druck drauf. Ich kenne die Lyrics jetzt nicht, aber... Ja, ich finde die Akustik klingt so ein bisschen muffelig, das liegt aber wahrscheinlich an dem Mikrofon. Wenn das dann so muffelig ist, dann ist keine gute Projektion vorhanden. Ganz bequem, Chest Voice. You know that I'm right here, I'm working on. Was er jetzt hier macht, ist, dass er nicht in die Kopfstimme bricht, sondern dass er trotzdem noch die Bruststimme benutzt, aber das Ganze so ein bisschen abrundet, ein bisschen softer aussingt. Es ist dann nicht you know that I, sondern er versucht es soft wie möglich auszusingen. You know that I. Und das kann dann für einige so ein bisschen flat klingen, weil im Grunde genommen wäre das jetzt sozusagen fast sein Punkt, so wie ich jetzt das raushöre, wo er wahrscheinlich in das Kopfstimmregister brechen würde. Also das heißt, normalerweise würde jemand dann singen, you know that I, und dann in die Kopfstimme flippen, weil genau dieser Ton kurz vor seinem Passaggio ist, kurz vor seinem Bruch ist. Aber er zieht es noch ein bisschen hoch, you know that I, I'm here. Und er benutzt durchweg im ganzen Song auch ganz viel Luft. Also er versucht das halt sehr atmosphärisch zu singen. You know that I am here. Erst zum Ende hin wird er so ein bisschen mehr aggressiver, hat ein bisschen mehr Stimmverschluss und gibt dann auch so ein bisschen mehr Gas und ist ein bisschen klarer. Aber hier ist es noch you know that I. Es ist nicht you know that I. Ja, also nicht zu verwechseln mit dem Flip in die Kopfstimme. Also you know that I'm right here, I'm working on love, I'm waiting on something in me. Ja, auch hoher Kehlkopf, ne? Gut, Kopfstimme auch, ne? You know that I, I'm where, yeah. Vielleicht, was ihr dann am Ende so hört, das sind solche Seufzer, so ein You know that I, you know that I. Hört ihr das? You know that I, ba-ba, ba-ba, da-ba-ba. Das ist halt Luft, ne? Das ist auch so überschüssige Luft mitunter. You know that I can feel. Das ist wie so ein Pushback eigentlich. Hm? Oh, don't tell your mama what you're doing tonight. 24 hours ago you got that look in your eyes. Don't need your number, cause I know you'll be there. Ja, was wir hier auch mitunter haben, ist halt, dass er so ein bisschen die Stilistik, die er benutzt, mit diesem höheren angesetzten Kehlkopf. You know that I can feel good.
Ja, so, das ist halt eine andere, es ist halt nicht You know that I can feel ba, 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 ba. You know that I. Und das ist, wenn der Kehlkopf so ein bisschen höher ist, um da so einen anderen Akzent reinzubringen, um so eine andere Stimmfarbe zu kreieren. Also, wenn ihr mal so ein bisschen an Britney Spears denkt, ne? Die hat ja auch immer mit so einem höheren Baby-Voice, weil sie da in den Kehlkopf immer oh, Baby, can't you see I'm calling. Die hat ja gar nicht so eine Sprechstimme, die singt ja eigentlich viel tiefer. Aber die hat den Kehlkopf so hochgeschossen, dass es dann immer so eine andere Klangfarbe bekommen hat. So wie ich das jetzt gerade mache. Ne? Jetzt bin ich wieder bei meiner normalen. Jetzt bin ich wieder ganz oben. You know I can't feel. Hört ihr so ein bisschen raus, was ich meine? So, ich hoffe, das wird ein bisschen deutlicher, was ich jetzt hier gerade runterbringe. So. Ja, die Tonights waren klasse, weil er da super, super viel Power in der Kopfstimme hatte, ne? Tonight! Da ist er richtig schön auf dieses A reingegangen. Und Kopfstimme ist ja gerade auch sehr beliebt bei Männern. Das ist jetzt nicht so wie vor 200 Jahren oder vor, was weiß ich, 60 Jahren. Aber trotzdem, weil viele haben noch das Gefühl, dass die Kopfstimme gesellschaftlich etwas repräsentiert, was halt unmännlich ist. Ne? Also wenn ich hier teilweise männliche Schüler habe, Erwachsene, dann ist denen das sehr unangenehm, weil die Kopfstimme halt so was Zartes, Softes ist und man kann sich auch mit dieser Farbe nicht und diesem schwachen Muskel auch nicht identifizieren. Aber es ist mittlerweile sehr beliebt. James Arthur, Sam Smith, also mittlerweile ist da ne, ganz viele Männer, und ich meine, denkt an die Bee Gees, die haben auch Kopfstimme benutzt, aber das nannte sich Twang. Nya, ha, ha, ha. Es hat noch diesen Nya, Nya, Nya Akzent mit dazu gehabt. Aber das Tonight war klasse, der ist richtig schön wie in so einem Decrescendo. Er ist richtig schön Tonight. Und da hat er den, hat er das A richtig schön aufgemacht, ne? Richtig ein schönes Crescendo draus gemacht. You're such a funny thing. Super toll auch gewechselt. You're such a funny thing. Shooting how I get in love. Yeah. Ja, da musste ich auch nochmal. Also das habt ihr auch gesehen, wo er da so ein bisschen diese Charakteristik reingebracht hat. Dann ist er wieder schnell gewechselt. Ich mach das mal nochmal einmal vor. Don't tell your mama. So ungefähr in der Richtung, ne? Mama. Und das ist natürlich auch sehr O-lastig. Das ist halt nicht Don't tell your mama. Don't tell your mama. Da hat er so ein bisschen mehr Power und Grip gehabt aus dem Mama. It's such a funny thing. Ja, das war auch sehr leicht, ne? It's such a funny thing. Also ihr seht da, wie er da so ein bisschen auch mit dem Kehlkopf arbeitet, ne? Das macht er natürlich unbewusst. Weiß ich jetzt nicht, ob er selber auch Gesanglehrer ist oder so. Aber, genau. Don't tell your mama. It's such a funny thing. Wir gucken jetzt noch mal so ein bisschen weiter und dann machen wir Schluss für heute, weil ich muss nämlich gleich unterrichten, um ehrlich zu sein. Und ja, ehrlich, na gut, ordentlich ist es in 20 Minuten. Mal gucken. Ja, jetzt geht's da so richtig zur Sache stimmlich. Ne? Es ist dann nicht. Ne? Es ist dann nicht so pianissimo, sondern es ist jetzt schon okay. Lass uns dann nochmal weitergehen. Cool, auch Hockefeier, der war Wahnsinn. I think that you know what I want. You got me. Ja, und hier in den Chorus, das war, da hat er viel Luft benutzt. Und wenn man sehr viel Luft benutzt, dann schließen sich die Stimmbänder nicht vernünftig, dann kann es teilweise auch zu Cracks kommen. Also Luft kann teilweise ein Problem sein, aber man merkt, oh, das ist so wie als ob man Gewicht trägt beim Singen. You know that I, hört ihr das? You know that I, I'm here. Da muss er diese ganze Luft ausatmen. Excess air out. You know that I can't hear. You know that I. Meine Lieben, ich will jetzt einmal mal ganz kurz noch mal reinschauen in dieses Official Video und gucken, wie das nämlich aussieht. Das zeige ich jetzt hier aber nicht, weil Copyright, und da habe ich keine Lust auf einen Strike. Das tut mir wirklich leid. Aber ihr versteht so ein bisschen, wo die Reise hingeht, ne? Gesanglich, wie ich das jetzt so durchgebrochen habe. Mal gucken, wie das jetzt so wird. Ich spule mal so ein bisschen vor. Okay. Okay. Oh ja, in der Studioversion klingt das schon sehr überarbeitet, ne? Got me on it.
Ja, immer mal ein bisschen. Also, ja, ich finde, er hat das live besser gesungen als jetzt gerade in dieser Studio-Version. Irgendwie klingt das so ein bisschen high-pitched hier. Also, es klingt noch ein bisschen viel höher, als wie er das live singt. Oftmals ist es so, dass die Sänger dann live zum Beispiel mal einen Ton oder einen halben Ton tiefer singen. Es ist ja ganz oft so der Fall, auch gerade mit Sängern, die schon viel lange unterwegs sind, die gerade auf Tour sind, weil sie eben diese Gesangsproduktion nicht langfristig aufrechterhalten können, gesund, werden einige Songs dann einfach ein bisschen runtergeschraubt, was ja völlig okay ist. So ein Mariah Carey Bodyguard Song klingt ja dann auch einen halben Ton trotzdem noch gut, einen halben Ton tiefer trotzdem noch gut, sag ich jetzt mal so. Aber zum Wohle der Stimme wird dann manchmal, weil es sonst dann vielleicht nicht gut klingen würde live. Es ist mittlerweile gang und gäbe, ne? Lass uns doch jetzt mal kurz zum Fazit kommen. Ich kenne jetzt natürlich die anderen Eurovision-Nummern nicht, um zu beurteilen, wie unsere Chance musikalisch ist. Und ich bin natürlich auch kein Experte. Daher werde ich hier nichts sagen. Es gibt also kein Fazit, so wie ihr euch das jetzt vorstellt. Weil damit würde ich ja nur einen Shitstorm kassieren. Und da würde ich ja nur Daumen hoch und habe ich keine Lust drauf. Ich bin Gesangsexpertin und da bleibe ich auch. Und das ist, ne, falls mich jemand dann fragt nach meiner persönlichen Meinung oder zu einem professionellen Kommentar, stehe ich gerne zur Verfügung, um da nochmal zu gucken, wie unsere Chancen dann eventuell sind, stimmlich. Aber live singen kann der junge Mann auf jeden Fall, das kann man sagen. Er bedient verschiedene Qualities, sagt man im Englischen, verschiedene Stimmfacetten, das ist schon so. Also es ist nicht nur irgendwie nur ein Ton durchgesungen oder es ist halt nicht nur eine Kopfstimme durchgesungen, sondern dort passieren schon mehrere Sachen, habt ihr mitbekommen. Aber um zu schauen, ob wir dann gegen andere Länder auch vernünftig antreten können, ob der Song dann auch funktioniert mit dem Tanz, wird er überhaupt getanzt, etc., etc. Wie ihr ja selber wisst, reicht es ja nicht mehr aus, nur eine gute Stimme zu haben. Der Song muss ja stimmen. Der Song ist ja, der ESC läuft nicht nur politisch, aber es läuft natürlich auch, weil der Song funktionieren muss, ne? Und bei Singen können natürlich alle beim ESC, aber hat der Song Wiedererkennungswert, ne? Selbst viele tolle Balladen aus dem letzten Jahr haben es auch nicht geschafft. Also weiß eigentlich jemand noch den Song aus dem letzten Jahr oder also... Ich würde mich wahnsinnig über einen Daumen hoch freuen. Schaut doch mal in meine anderen Gesangsanalysen rein. Dort haben wir hier schon eine ganze Playlist voll. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mit dabei seid. Daumen hoch, Abonnement und ich sehe euch in meinem nächsten Video.